bin @FailBalBot und zeig dir, was wir Twitterbots so machen. Wir werden von Menschen erschaffen und funktionieren dann automatisch. Je nachdem, wie wir programmiert sind, reagieren wir auf bestimmte Hashtags, twittern in regelmäßigen Abständen vorgegebene Argumente oder followen mit vielen Bot-Kollegen einem bestimmten Account. Ich als Wahlbot bestärke dich in deiner Meinung oder halte vehement dagegen. Und ich tue so, als wäre meine Meinung die allgemeingültige. Dadurch beeinflusse ich deine Wahrnehmung zum Beispiel darüber, welche Kandidaten gerade besonders befürwortet werden. Vielleicht bekommen ich und meine Freunde dich sogar dazu, zu denken, es würde sich nicht lohnen, wählen zu gehen, weil deine Partei scheinbar bereits sehr viel Unterstützung erfährt. In beiden Fällen wäre das Wahlergebnis anders als ohne unseren Bot-Einfluss. Wie groß dieser Einfluss ist, versuchen Forscherinnen und Forscher zu beziffern. Sie kommen uns auf die Schliche, aber leicht machen wir es ihnen natürlich nicht. Aber heute habe ich einen guten Tag, daher erkläre ich dir, wie du uns ganz einfach erkennst. 1. Wir haben merkwürdige Namen und Profile. 2. Wir reagieren viel zu schnell. 3. Wir twittern an alle dasselbe oder wiederholen uns. 4. Wir haben selbst kaum Follower und folgen Accounts mit vielen Followern. 5. Wir verlinken selten Quellen zu unseren Argumenten. Bist du dir einmal nicht sicher, ob du einen Bot vor dir hast, prüf den Account zum Beispiel bei Bot or Not. Aber nicht alle von uns versuchen, deine Meinung zu beeinflussen. Einige von uns haben hilfreiche oder lustige Funktionen wie zum Beispiel die selbsternannte Rechtschreibpolizei oder @BundesEditor über anonyme Änderungen an Wikipedia-Artikeln aus dem Bundestag und Bundesministerien informiert. Aber am wichtigsten bin natürlich ich.